Ja, ganz Deutschland diskutiert weiter heiß über Integration und das Thema Sarrazin. Und zum Thema Thilo Sarrazin hören Sie nun einen Kommentar von Gernot Hassknecht vom Sender Al Jazeera. Thilo Sarrazin hat ein interessantes Menschenbild. Er unterscheidet zwischen nützlichen und unnützen Mitgliedern der Gesellschaft. Nur mal zur Erinnerung, Sarrazin ist seit 1975 fast ununterbrochen im Staatsdienst. Er war Banker, Politiker und bei der Deutschen Bahn. Bin ich der Einzige, dem das auffällt? Unnützer geht's ja wohl gar nicht! Sarrazin, du warst doch selber dein ganzes Leben lang Transfergeldempfänger! Endlich sagt's mal einer, kräht die Mehrheit der Deutschen. Ja, habt ihr eigentlich noch alle Latten am Zaun? In dem Buch steht doch nur Mist, Gene, Vererbungslehre. Mein Vater war 1,90 Meter groß und hatte langes blondes Haar. Dann erklär mir doch mal einer diese Scheiße hier. Mann, und was soll ganze Türkenmasching. Sarrazin stammt von französischen Hugonotten ab. Ja genau, Thilo, du bist genetisch quasi Franzose. Wir Preußen haben deine traurigen Vorfahren damals aufgenommen. Denk da mal drüber nach, bevor du sie das nächste Mal aufreißt. Deine dämliche Froschfresser fress... Was ich immer sage. Vielen Dank, Gernot Hassknecht. Und lieber Gernot, was die Sache mit den Haaren angeht, Sie sind nicht allein.